Jusen Matrosen, euer Ree hier und mein herzliches Beileid, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem kleinen Video, in dem ich mit euch über die 5, beziehungsweise meine 5 Must-Play-E-Shop-Switch-Titel sprechen möchte, zeigen möchte. Bevor ich das jetzt mache, ein kleines Vorwort. Die Leute, die mich ein bisschen persönlicher kennen, die wissen, dass ich sehr, sehr lange absolut gegen Download-Titel war. Und an für sich bin ich es ja immer noch. Ich habe natürlich als Sammler lieber was ich in der Hand halten kann, was ich im Schrank halten kann, stellen kann und ja, mich dran erfreuen kann. Ja, manche Leute kommen nach Hause und sitzen 2 Stunden vor ihrem Aquarium. Und ich komme hier rein nach einem stressigen Tag, setze mich dahin und schaue mir das an und bin super happy. Ja, aber was halt die Switch sehr, sehr geil kann, ist portabel sein. Und es gibt, deswegen liebe ich diese Konsole auch. Weil ich sie einfach draußen jederzeit zocken kann und ich kann zocken, was ich möchte. Klar, das eine oder andere Game, vor allem AAA-Ports, ja, Doom zum Beispiel, Wolfenstein, die sind ein bisschen runtergebuddert, aber sie sind spielbar. Und ich bin ein sehr begnügsamer Mensch. Ich kann damit absolut, ich komme damit klar, solange es spielbar für mich ist, ja. Geil, wenn ich draußen zocken kann, umso geiler. Aber wir wollen jetzt hier nicht über Abschweifen und über Games sprechen, mit denen man draußen spielen kann, pipapo. Ich wollte nur ein bisschen aufklären, warum ich eShop oder Download-Titel mittlerweile dulde. Ja? Und zwar, ja, ganz einfach, wie gesagt, es ist die Bequemlichkeit auch, einen Haufen Games auf einer Konsole zu haben, ohne die Module wechseln zu müssen, ja? Jetzt wird der ein oder andere sagen so, ja, aber das ist doch gerade das Geile, die Module wechseln und so. Ja, kann ich auch vollkommen verstehen, da ist halt jeder anders. Ich habe zum Beispiel für meinen Teil, ich weiß nicht, wie weit geht es drüber? Naja, nicht ganz, aber ich habe hier die ganze linke Wand hier, ich habe meine kompletten DVDs und Blu-Rays alle raus. Ich habe jetzt noch eine, da unten noch eine Reihe mit DVDs und Blu-Rays. Da brauche ich aber noch so eine Tonne von der IKEA, damit ich die auch da reintun kann. Und die tue ich alle hoch auf den Dachboden, weil ich habe Netflix. Ich habe Netflix, ja. Und so viel und so oft schaue ich Filme leider nicht mehr zurzeit. Ich zocke viel mehr. Und deswegen, ja, wenn es gibt natürlich, was ich damit sagen will, es gibt natürlich Leute, die auch lieber dann, ja, die sammeln nicht. Die wollen nur zocken, ja. Und da ist die Switch natürlich super, super praktisch. Ja, man kann einfach alles da drauf packen vom eShop. Wie gesagt, kann ich verstehen irgendwo. Ich sitze auch da, hab Netflix und ich kaufe mir nicht jede Serie, sondern ich schaue es mir auf Netflix an. Ja, also absolut verständlich von meiner Seite aus. Und man muss auch manchmal, nicht immer, aber manchmal mit der Zeit gehen. So, das sei gesagt und ich würde sagen, fangen wir an. Wie gesagt, meine 5 Must-Play-Titel aus dem eShop. Warum nur 5? Weil ich nicht mehr Zeit habe dafür. Ich weiß, ich habe lange gelabert eben am Anfang, aber es musste raus. Es musste raus, ja. Nein. Meine 5 Must-Play-Titel. Die sind jetzt nicht irgendwie besonders gerankt oder so, also die sind jetzt random durcheinander gewürfelt. Ich bin durch meinen eShop gegangen, habe mir schon mir alle Spiele nochmal angeschaut, die ich runtergeladen habe und wirklich die 5, die ich euch absolut empfehle. Wenn ihr Bock auf Download-Titel habt. Und das sind auch, so wie ich es rausgesucht habe, nur Titel, die es zumindest nicht auf der Switch physisch gibt. Oder noch nicht. Ja? Also, los geht's. Der erste Titel, Cuphead. Ja? Ich glaube, 19,99 kostet das noch im eShop. Meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Das Spiel ist mega geil. Das ist ein Side-Scrolling, Run-and-Gun, Shoot-em-up kann man sagen. Was halt sehr cool ist, man spielt entweder Cuphead oder Mugman, das kann man sich am Anfang raussuchen. Und man ist unterwegs, seine Seele wieder zu gewinnen, die man dem Teufel abgeben musste, nachdem man im Casino seine Seele verzockt hat. Der Teufel hat gesagt, ey, okay, pass auf, ihr könnt eure Seele behalten, wenn ihr da rausgeht und noch einige Seelen einsammelt, die mir versprochen wurden. So. Und da habe ich mir aber auch gedacht, wenn wir jetzt raus, warum kann es der Teufel nicht selber machen? Scheinbar ist es kein sehr starker Teufel, ich weiß nicht. Aber egal. Auf jeden Fall,
das Artwork ist mega, mega, mega geil. Es ist aus einem, ja, so 1930er japanischer Propaganda-Geschichte entstanden sozusagen. Also zumindest wurde es so inspiriert dadurch. Und man ist, wie gesagt, entweder mit Cuphead oder mit Mugman durch diverse Level unterwegs. Und das Krasse an dem Spiel ist, es sieht so süß und schön aus und bunt und so, aber es ist knüppelschwer. Knüppeldick schwer, ja, sag ich mal. Und ich war auch schon bei dem einen oder anderen Boss bis jetzt, wo ich mir gedacht habe, nee, ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Aber irgendwann hat man den Skill raus. Und dann schafft man diesen Boss. Und das ist ein mega, mega geiles Gefühl. Ich bin kein besonders geduldiger Mensch. Ich möchte nicht 8, 9, 10 Mal versuchen, einen Boss zu erledigen. Aber bei dem Spiel, ja, das irgendwie ist eine Ausnahme, weil es so geil gemacht ist. Weil es einfach so geil gemacht ist. Checkt es aus. Checkt es aus. Cuphead. Das nächste Game ist auch eine Art Shoot'em-up, kann man sagen. Aber man fliegt nicht von links nach rechts oder von oben nach unten oder ja, sondern man fällt. Und zwar in einen Brunnen. Hört sich jetzt so ein bisschen so, hä, okay, was soll das jetzt sein? Aber glaubt mir, wenn ich euch sage, das Spiel macht süchtig. Ja? Ihr fallt diesen Brunnen runter, alles ist in so ja, schwarz-weiß gehalten, aber da gibt es auch Templates, die man freischalten kann. Dann ist das auf einmal grün oder rot oder pipapo. Weiter im Text, man fällt diesen Brunnen runter und kann schießen und kann auf Plattformen landen und kann wieder springen. Am Anfang des Spiels kann man sich ein bisschen Zeit lassen und kurz überlegen, okay, springe ich jetzt nach rechts oder nach links oder wie auch immer. Aber je weiter man im Spiel voranschreitet, desto weniger Zeit hat man für sowas, weil auch einfach die Gegnermassen zunehmen etc. Ja, sehr cool. Man bekommt am Ende jedes Levels, also wenn man einen Abschnitt fertig gespielt hat, bekommt man diverse Power-Upgrades, die man sich aussuchen kann. Es gibt auch hier und da einen Laden, den man besuchen kann, denn wenn man die Gegner zerstört, bekommt man quasi so Rubinen, sage ich mal, so rote Rubinen. Das ist unsere Währung in dem Spiel und die kann man in den Shops dann gegen ja, mehr Munition oder mehr Leben eintauschen, etc., etc. Man kann auch unterwegs in anderen, so kleine Höhlabschnitte der Levels, kann man so abweichen und dann gibt es da auch verschiedene Waffen, die man einsammeln kann, etc., etc. Ja, auf jeden Fall, Downwell sehr, sehr, sehr geil. Und das ist auch genau eines dieser Games, wenn man unterwegs ist auf eine Retro-Börse, muss gerade nicht fahren, dann die Switch rausholen und eine Runde Downwell zocken. Man kann das Spiel auch, man kann die Switch nehmen und sie einstellen, dass das nicht vertikal ist, sondern horizontal ist, sondern man kann es einstellen, dass das dann vertikal gespielt wird. Wie ein klassischer Shooter einfach, ja. Also, Downwell ist auch nicht teuer, gönnt's euch. Das erste Game sitzt oben bei meinen also zumindest der erste Teil sitzt oben bei meiner PS4-Sammlung. Leider gibt es keine Ausgabe für den zweiten Teil, also nicht mal auf der PS4, auf der Switch leider schon gar nicht. Ja, vielleicht kann sich der eine oder andere schon denken, was ich meine. Gunscore and Cannoli 2. Das Ganze ist aufgebaut in der Golden Era der Mafia-Zeit, ja. So der 40er sowas in dem Dreh, 50er. Und man spielt einen Ex-Mafiosi, der von seinen Ex-Mafiosi-Kollegen quasi gejagt wird. Aber man wird nicht nur von denen gejagt, man wird von der Regierung gejagt, man wird von Zombie-Horden gejagt, man wird vom Militär gejagt, also von allen eigentlich. Und es ist aufgebaut im Side-Scrolling, Run-and-Gunnischen Metal Slug Art, ja, also wer Metal Slug kennt, kann das auf jeden Fall damit vergleichen. Und es ist einfach auch hier musiktechnisch, Artstyle-technisch, es macht einfach mega, mega, mega viel Spaß. Man kann es auch Couch-Coop-mäßig zu zweit spielen, mega geil. Cuphead übrigens auch, habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Ja, und so schießt man sich durch die Horden von Zombies und Soldaten und
Polizisten und Pipapo, ja. Ist auch relativ kurz, also ich glaube, ich habe das in knappe 3 Stunden sowas durchgespielt. Also, wie gesagt, den ersten Teil sowieso, aber den zweiten Teil, lange Rede, kurzer Sinn, gönnt euch ganz Gore and Cannoli und sowieso den zweiten Teil. Auch bei dem eShop erhältlich. Ja, aber der zweite ist halt überhaupt leider nicht physisch. Noch nicht. Macht das physisch! Das vierte Game ist ein waschechter diesmal. Waschechter Shoot'em'up. Und zwar ein, Moment, ich muss kurz überlegen, vertikaler Shoot'em'up. Man fliegt von unten nach oben. Was ist es denn überhaupt? Ja, Skyforce Reloaded, Entschuldigung. Skyforce Reloaded, beziehungsweise Skyforce Anniversary, das war der Vorgänger. Den gibt es auf der PS4. Ja, Jansl, ich weiß, du hast das Spiel. Moin. Aber Anniversary auf der PS4, nicht billig. Schwierig unter 100 Euro zu kriegen. Dafür ist der Nachfolger Skyforce Reloaded sehr erschwinglich im eShop. Ich weiß nicht genau, was es kostet, aber ich glaube, keine 10 Euro mehr. Aber man wird, das ist richtig geil gemacht, man wird nicht, es wird einem nicht langweilig. Weil das Ding ist nämlich, ja, man muss sich einfach leveln, um weiterzukommen, ja. Man hat nicht einfach nur ein Schiff und bekommt seine Power-Ups und ist dann irgendwann so gepowert, dass nichts mehr geht. Und dann schafft man die Levels oder man schafft sie nicht, sondern man muss in dem Spiel wirklich nach jedem Level oder nach jedem zweiten oder dritten Level in den Shop gehen und sein Schiff immer mehr upgraden. Also man muss viel, viel grinden in dem Spiel. In jedem Level gibt es 4 Missionen. Jetzt muss man gucken, ob ich sie wieder zusammenbekomme. Einmal alle Zivilisten retten, dann nicht getroffen werden, dann 70% der Gegner erledigen und 100% der Gegner erledigen. Ich glaube, so ungefähr kommt das hin. Und das hält einen einfach bei der Stange, weil man wird immer ein bisschen stärker in dem Spiel, immer ein bisschen stärker, hat immer ein bisschen weniger Probleme mit einem Boss, der einem zu schwer war, weil er viel zu overpowered war für einen selbst, ja. Also, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr cooles, kleines, was heißt kleines, man hat einige Stunden Spaß darin, wenn man wirklich abgehen will. Man kann auch jedes Level, da gibt es, lass mich überlegen, 3 oder 4 oder gar 5 Schwierigkeitsstufen, ne? Und je schwerer man es einstellt natürlich, ich glaube die letzten 2 muss man freispielen, aber so die ersten 3, je schwerer man es einstellt, desto mehr Credits bekommt man, um nachher sein Schiff weiterhin zu tunen, sage ich mal, ja. Also Skyforce Reloaded, gönnt euch das, wenn ihr auf Shooter steht, richtig, richtig schönes Game. Moin. Und so kommen wir zum letzten Spiel dieser 5 Must-Play eShop Games für die Nintendo Switch, Escape Dudeland. Ein ganz quirkiges, kleines, verrücktes Spiel. Es ist auch eher so ein Spiel, das locker auf dem Handy Platz gefunden hätte. Bestimmt gibt es auch locker sowas. Ich komme jetzt nur auf keinen Namen, aber sowas gibt es 100 Pro auf dem Handy. Und zwar ist es auch ein Side-Scrolling Jump'n'Run im wahrsten Sinne des Wortes. Also das Level-Scrolling geht von alleine und man spielt diesen kleinen Doodle, nenne ich ihn mal. Man kann im Spiel sich auch andere Doodles kaufen, also man muss nicht mit dem einen spielen die ganze Zeit. Das Ding ist einfach, es ist ein Monster, das unsere Stadt angreift und man muss fliehen vor dem Teil, sonst wird man gefressen, aber unterwegs wird man von allerlei anderen Monster, kleineren Monstern und was auch immer daran gehindert, voranzukommen. Ja, man muss halt durch Springen und Ducken und wie auch immer schauen, dass man vorankommt. Das große Gimmick bei dem Spiel ist, dass was einem besonders hilft, ist Furzen. Ja, man muss furzen im Spiel. Es gibt einen Furz, der uns schnell nach vorne sprinten lässt, einen Furz, der uns quasi nach oben und ja, furzen halt, ja. Auch ist super, super günstig, ich glaube 1,99 Euro im Game-Shop. Man kann sich auch im Shop weitere verschiedene Power-Ups gönnen, damit die Fürze länger anhalten, zum Beispiel und so weiter und so fort. Ja. Also ich finde den Grafikstyle
sehr, sehr cool. Das Spiel hat hat sehr, sehr coole Musik, auch wenn es eigentlich nur immer wieder der gleiche Loop ist. Aber die Musik ist cool, ist trotzdem cool. Sie nervt nicht. Ähnlich wie bei Pinball The Revenge of the Gator für den Game Boy, auch eigentlich ein und dasselbe Loop, aber wird nicht langweilig, geht einem nicht auf die Nerven. Auf jeden Fall auch super günstig im eShop. Könnt ihr euch gerne mal gönnen und mal ausprobieren und mein Wort drauf nehmen, dass es echt Spaß macht. Wirklich, macht echt Spaß. Escape Dude Land. So, das war's, meine Freunde. Das Wochenende kann ich euch jetzt schon versprechen, wird sehr, sehr cool. Ich bin unterwegs zum Titus, ja. Den Titus werden wir mal wieder sehen. Und einen Special Guest, den wir auch schon lange nicht mehr gesehen haben hier auf meinem Channel. Ihr könnt ja raten. Vielleicht kann sich der ein oder andere denken, wer es ist. Weiß nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem kurzen kleinen Video von mir und wünsche euch alles Gute, ein schönes Wochenende, ein schönes langes Wochenende. Montag ist frei. Also für mich zumindest, so Feiertag und so. Pfingstferien. Naja. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Ree.